die Tage werden kürzer, es wird früher dunkel im Winter und das ist genau die Jahreszeit, wo die Einbrecher gerne haben. Die können leichter unbemerkt in ein Haus einschleichen und darum ist Winterzeit auch so ein bisschen Einbruchsaison. Jetzt ist es so, man kann sich aber schützen und wie, das weiss der Bruno Metzger, Leiter der Sicherheitsberatung der Kantonspolizei St. Gallen. Grüezi wohl, Herr Metzger. Guten Tag miteinander. Jetzt wollen wir zuerst einmal so ein bisschen über das Verhalten reden. Es gibt nämlich Sachen, wo man den Einbrecher das Leben schon ein bisschen schwer machen kann, einfach wie man sich verhaltet. Was gibt es da für Möglichkeiten? Es gibt wirklich ganz einfache Mittel, um es der Täterschaft ein bisschen schwieriger zu machen. Man hat da unter Begriff einerseits Nachbarschaftshilfe, dass man den anderen ein bisschen schaut in einem Quartier, dass wenn die fremden Personen auffallen, man sofort die Polizei anruft oder die Personen anspricht, indem man zum Beispiel Hilfe anbieten tut, kann ihnen helfen, suchen sie jemanden, in dem Sinn nicht gerade den Generalverdacht ausstoßen, da könnte noch Streit und Lämpen geben, aber da vielleicht ist eine gute, einfache Methode. Andere einfache Sachen, die es gibt, oder so Hausmittel, die jeder ein bisschen kennt, mal ein Licht brennen lassen, einen Fernseher laufen lassen oder vielleicht sogar einen Hund vor die Tür rausstellen. Was sagen Sie zu so Mitteln? Es gibt ganz einen Haufen Mittel, die da, wenn sie tun, natürlich aber erfolgreich sind. Da probieren gilt da, wenn sich der Täter beeinflussen lässt, so ein Einbrecher, dann hat man Erfolg gehabt. Dazu gehört Licht brennen lassen im Haus, rein, zu Abend zum Beispiel. Gerade jetzt wird es früh dunkel, schon um 4 Uhr düster. Und da lohnt es sich auch mal, wenn man vorgeht, das Licht am Mittag schon brennen zu lassen. Dann andere Mittel, so Hilfsmittel, die es gibt, die einen Bildschirm einen brennenden vortäuschen. Das sind auch so Hilfsmittel, wo man nicht weiss, ob es funktioniert. Aber probieren gilt da. Es gibt fast unbegrenzte Möglichkeiten, die erfolgreich sein können. Sie können erfolgreich sein, ob sie es aber wirklich sind, das weiss man nicht so genau, weil man die nämlich nicht messen kann. Das ist richtig. Messbar sind einbruchhemmende Massnahmen an Türen, an Fenstern und so. Da gibt es auch Normen, die genau beschreiben, wie wirksam das einbruchhemmende Fenster sein müssen, wie eine Tür muss ausgestattet werden oder das Abschrauben von einem Lichtschacht. Das ist wirklich messbar, weil dort dahinter liegt auch das Tatvergehen, das abgesichert ist, das der Einbrecher anwendet wird. Genau, die messbaren Massnahmen, die wollen wir jetzt einmal anschauen. Vielleicht noch schnell für die, die zuschauen. Wir sind hier in einem Haus. Wir sagen nicht genau wo, dass es natürlich auch nicht eine Einladung ist für allfällige Einbrecher. Aber bei diesem Haus, da gibt es schon die einen Sachen, die gemacht worden sind. Zum Beispiel bei diesem Fenster. Erklären Sie uns doch einmal, was ist jetzt das für ein Fenster? Ist das einbruchsicher? Es ist tatsächlich ein Einbruch ins Fenster. Wenn man es von aussen anschaut, gar nichts Auffälliges. Die Sicherheiten sind mehr oder weniger versteckt im Verborgenen, bis auf den abschliessbaren Griff da, wo es braucht. Einerseits hat das Fenster Verbundsicherheitsglas drin, das hört man. Es ist relativ ein dumpfer Ton im Festen, der das auszeichnet. Der abschliessbare Griff, der verhindert, dass wenn ein Fenster eingeschlagen wird, der Täter von aussen eingreifen kann und den Griff bedienen. Das braucht es jedes. Und wenn wir jetzt das Fenster öffnen, da kommt eine Art Sicherheitstechnik erst jetzt zum Vorschein mit sogenannten Pilzkopfzäpfen, wo da in spezielle Schliessbeschläge eingreifen tun. Das heisst, am besten tut man einfach solche Fenster einbauen, wenn man das nächste Mal die ersetzen muss. Also beim nächsten Mal ersetzen, wenn Fensteralte rausgenommen werden, dann raten wir sicher zu prüfen, ob man einbruchhemmende Fenster rein tut. Der Aufpreis ist im Bereich von so 10-20%, je nach Lieferant und Ausstattung, die man dann da hat. Und von dort her lohnt es sich, weil das restliche Leben von dem Fenster ist ja dann sicher. Das ist ein wesentlicher Unterschied zu einem nicht einbruchhemmenden Fenster, wo man zum Teil muss nachrüsten muss. Und da sehen wir jetzt ganz an einem anderen Ort, denke ich. Vielleicht gehen wir mal da hinten. Gehen wir gerade auf ein anderes Fenster, genau, das man angerüstet hat. Weil es ist ja so, die sind ja vielleicht auch ein bisschen, ist ja vielleicht ein bisschen teuer, um dann gerade alle Fenster zu tauschen, oder? Das ist auch eine Kostenfrage ein Stück weit. Ja, wir empfehlen eigentlich schon, wenn man Fenster ersetzt, dass man es rundum an allen Orten ersetzt, wo es einbruchhemmende die Fenster braucht. Also nicht punktuell, dass es so umsetzt. Aber wir haben hier ein Beispiel vor Ort, wo man sieht, so ein Metallbeschlag, der nachgerüstet worden ist,
ist tatsächlich, wenn wir es anschauen, von außen nicht wirklich schön. Der abschließbare Griff haben wir weiterhin. Und da ist ein Zusatzschlag, der bei dem relativ hochliegenden Fenster einfach eine zusätzliche Sicherheit gibt. Aber er ist auffällig, er ist nicht schön. Das ist nicht wie beim anderen Fenster unsichtbar in dem Sinn. Ein hundertprozentiger Schutz bietet ja jetzt weder das andere Fenster noch das. Aber Sie haben gesagt, das ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass man einfach nicht so schnell reinkommt. Die Polizei redet hier von einbruchhemmenden Massnahmen. Das sagt tatsächlich aus, dass es keinen hundertprozentigen Schutz gibt. Es gibt ein bestimmtes Restrisiko. Denn wenn die Täterschaft einfach relativ lange Zeit hat, um es zu probieren, dann lässt alles einmal irgendwann. Die Schäden sind dann relativ gross, aber irgendwann lassen die einbruchhemmenden Massnahmen ja. Aber es ist ja so, dass der Einbrecher eigentlich ein Interesse hat, um möglichst schnell und möglichst unauffällig neu hineinzukommen. Das heisst, man kann den schon abhalten oder verscheuchen mit solchen Fenstern. Mit den einbruchhemmenden Massnahmen wird tatsächlich die Aussenhaut vom Objekt Teig gestärkt, wo der Einbrecher herkommt und es versuchen kann. Es wird dem schnellen Eindringen erschwert und damit steigt sein Risiko auch, dass er von der Umgebung, eben von aufmerksamen Nachbarn, wahrgenommen wird, dass er Lärm erzeugt, der auffällt, oder dass er sonst beobachtet wird, auch von der Polizei, die jetzt gerade im Moment regelmässig auch unterwegs ist. Bevor wir jetzt weitergehen, noch zu einer anderen Massnahme, die wir anschauen, müssen wir noch mal rasch über die Einbrecher reden. Die Angst, die viele Leute haben, ist ja eigentlich, dass sie daheim sind und ein Einbrecher, der kommt. Passiert das häufig? Es wird in den Medien, in Krimis und so, wird der Einbrecher immer als böse Mann dargestellt, der eigentlich die Opferbewohner angeht und überfallen tut. Die Regel versucht der Einbrecher, bevor er einbricht, herauszufinden, ob das Objekt leer ist, ob niemand daheim ist, mittels Anrufen, mittels Leuten an den Türen klopfen, am Fenster und so. Wenn dann keine Reaktion im Haus erfolgt, dann dort der Einbrecher. Und von dort her ist es in der Regel so, dass der Einbrecher nicht dann vorgeht, wenn Bewohner drin sind, sondern eben bei der Abwesenheit. Trotzdem kann es, wir sagen dem, fast ein bisschen despektierlich zu Zufallsbekanntschaften kommen, denn wenn jemand die Klopf- und Polterversuche vielleicht nicht wahrgenommen hat, wenn jemand schläft, mit einer Grippe im Bett liegt und jetzt halt aufs Läuten nicht will reagieren, dann kann es sein, dass da zum Kontakt zwischen Einbrecher und Bewohner kommt. Und wenn es dann mal zu so einem Kontakt kommt, wie tut man sich da am besten verhalten? Es ist ganz, ganz wichtig, dass man dann den Einbrecher nicht agieren tut. Es gibt eigentlich eine Sofortreaktion, das ist ein bisschen aus dem Stress von jedem Menschen heraus abgeleitet, dass man so versucht, den Einbrecher zurückzuhalten, festzuhalten, der Polizei versucht zu rufen und von dem raten wir dringend ab. Das ist sehr, sehr gefährlich. Der Täter wird sich durchsetzen, er wird sich mit aller Gewalt versuchen, aus den Umklammerungen rauszukommen. Oder wenn jemand vor der Tür steht und sagt, so, jetzt kommst du nicht mehr raus, dann wird er die Person auf die Seite schupfen und das kann zu schweren Verletzungen führen. Das heisst, im besten Fall, wenn man merkt, es ist jetzt jemand drin, dann nachher tut man sich einfach irgendwie bemerkbar machen, zeigen, es ist jemand rum und zum Beispiel an der Polizei anrufen. Ja, das ist richtig. Also wenn man merkt, es ist ein Einbrecher im Haus oder es auch glaubt, dann sie die Polizei alarmieren. Die Polizei kommt schauen, ob es tatsächlich so ist. Polizisten sind Profis und trainiert auf dem. Und es ist auch unser Auftrag, um die Täterschaft, wenn vorhanden, festzunehmen vor Ort. Und wir erwarten nicht, dass der Bürger das übernimmt. Wir raten dem wirklich dringendsten vorab. Wir wollen nicht, dass Bürger verletzt werden oder sogar etwas geschehen. Ja, so viel zu den Einbrechern. Dann würde ich sagen, jetzt haben wir die Fenster angeschaut. Gibt es ja auch noch die Tür, die ein wichtiger Punkt ist? Gehen wir mal schauen, ja, was man so bei einer Haustür kann machen kann. Eine Haustür an. Gut, jetzt haben wir hier die Haustür. Und die ist eigentlich auch schon ziemlich gesichert. Das ist auch ein Einbruch, haben wir die Haustüren. Es kann auch eine Wohnungstür sein, ein Mehrfamilienhaus, die sind dann gleich ausgestattet. Ja, von außen auch so weit unauffällig, die Türen. Es hat ein Sicherheitslangschild, das hier den Zylinder schützt. Das ist eines der Tatvergehen. Es hat wieder Verbundsicherheitsglas drin.
dass man es nicht einschlagen kann und da begreifen, das Drehrad, das da auf der Innenseite der Türen ist, das Drehrad. Das Vorgehen wäre eben einschlagen und da begreifen und aufdrüllen, das geht auch nicht. Und gegen den Einbrecher, der über den Rahmen aufbricht, hat sogenannte Mehrpunktverriegelungen, die hier rauskommen. Dort tut die Tür mit einem Drehen vom Schlüssel eigentlich an mehreren Punkten verriegeln. Das ist, dass man nicht einfach die Tür aushängen kann? Das sind die Schwenkriegel, die verhindern eigentlich, dass man die Tür von außen auf der Bandseite kann lupfen oder so, probieren auszuhebeln auf dieser Seite. Und die Mehrpunktverriegelungen verhindern, dass man über den Rahmen einbrechen kann. Das sind jetzt also die Sachen, die man von hier innen mal sieht, die man machen kann. Dann gibt es ja Sachen, die man auch von außen am Haus eigentlich erst sieht, diese Massnahmen. Ich würde sagen, dann gehen wir die mal noch von außen anschauen. Da bei dem Lichtschacht sieht man, dass der Bewohner die Lichtschachtgitter mit massiven Eisen abgeschraubt hat. Da ist es unmöglich, die wegzulupfen und dann runter eindringen in das Fenster, das unten in die Wäschküche führt oder in die Werkstatt. Das ist jetzt einmal bei diesen Lichtschächten. Dann gibt es ja auch noch die Kellerfenster, wo man auch eigentlich etwas recht Simples kann machen kann, dass die Einbrecher nicht reingehen können. Da sieht man jetzt das Kellerfenster. An dem Beispiel von dem Kellerfenster sieht man jetzt, dass sich Bewohner mit einem Gitter geschützt haben. Ist sehr auffällig, sieht ein bisschen bedrohlich aus, aber so ein Fenster mit einem Gitterzeichen, das macht durchaus Sinn. Einerseits kann man da, wenn es feucht ist, rund um die Tür lüften, das Fenster offen lassen, ohne dass jemand eindringen kann. Das ist eine einfache Massnahme, die man natürlich bei Stubenfenstern und so nicht würde empfehlen oder überhaupt nicht denn. Das ist es so. Jetzt haben wir mal gesehen, was man so alles machen kann. Leute, die sich jetzt hier interessieren, da hat die Kantonspolizei St. Gallen ein Angebot. Können Sie mal rasch erklären? Die Kantonspolizei St. Gallen bietet für das Kantons- und Stadtgebiet hier in St. Gallen Beratungen an für Haus-Wohnungsbesitzer. Wir schauen hier vor Ort das anschauen, was drin ist und dort Empfehlungen abgeben, die man dann über das Handwerk kann umsetzen kann oder, wenn man das Bedürfnis heute hat, auch so sein lassen. Danke Ihnen vielmals für die Ausführungen, Herr Metzger. Es ist gern geschehen. Danke vielmals für den Besuch hier. Und für Sie, zuhause, die zuschauen, natürlich nicht nur die Kantonspolizei St. Gallen bietet etwas an gegen Einbrecher. Das gibt es auch national. Wer sich interessiert, kann sich informieren auf der Seite der Schweizerischen Kriminalprävention. Dort sind auch Informationen zum Thema aufgeschaltet.